So, das erste Video ist schon lange, lange her. Da ging es um die Neutral Basic Karten und ich werde heute mal wieder die Neutrals begutachten. Diesmal, ja, im Grunde genommen alle Neutrals, nicht nur die Basic Karten. Und natürlich hat es in der ganzen Zeit sehr viel getan, vor allem auch bei meinen Skill und meinen Ansichten. Ich sehe natürlich jetzt einige Karten ein bisschen anders wie früher. Und ich fange jetzt einfach mal bei den 1er-Drops hier an. Bei den 1er-Drops gibt es jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr zum Anmerken. Ja? Also generell die 1er-Drops würde ich in erster Linie dann empfehlen, wenn man ein Deck hat, mit dem man recht viel Druck machen möchte. Dazu gehört zum Beispiel der Abusive Sergeant. Mit 2-1 kann er einmal gegen einen 3-2er tauschen. Oder macht zumindest Damage. Mit dem Buff kann man natürlich auch nochmal sehr gut traden. Also der Abusive Sergeant ist einer von den sinnvolleren Answer Drops. Der Lepanome ist die Variante mit dem puren Schaden auf den Gegner. Oft schafft es der Lepanome 4 Schaden zu machen, wenn er im ersten Zug kommt. Manchmal schafft er sogar ein bisschen mehr, aber 2 Schaden schafft er fast immer. Und der Lepanome ist auch eine attraktive Version von einem Einzeldrop für sehr aggressive Decks. Auch in ein bisschen weniger aggressiveren Decks sieht man öfter mal den Argent Squire. Das Divine Shield ist wirklich sehr gut. Der 1-1er Body ist zwar nicht wirklich toll, aber das Divine Shield ist ziemlich klasse. Zum Beispiel kann man in dem Argent Squire einfach mal einen Lepanome abräumen oder einen Abusive Sergeant. Das heißt, man kann damit auch ein bisschen aggressive Decks abwehren. Abgesehen davon, durch das Divine Shield hat er sehr gute Synergien mit Buffs, wie zum Beispiel mit Abusive Sergeant. Man kann dann einfach mal auf 3-1 buffen, irgendwas killen und dann lebt er immer noch. Man kann ihn vielleicht sogar nur mehr buffen. Oder wenn man einen langwierigen Buff drauf gibt, wie zum Beispiel Cold Blood, kann er durchaus auch öfter als einmal irgendwas kaputt machen oder Schaden machen. Das Divine Shield ist eine sehr gute Fähigkeit, die am Argent Squire drauf ist. Murloc Tidecaller ist nur gut bei Murlocs natürlich, aber ist definitiv einer der wichtigsten Murlocs. Also, ja, der kann ziemlich viel Schaden ausrichten. Der Shieldbearer ist nur zu beachten. Er macht zwar nicht wirklich was, solange man nicht bufft. Wenn man bufft, ist er nur ein bisschen praktischer, aber er verhindert zumindest 4 Schaden. Also in manchen Decks kann er brauchbar sein, viele brauchen ihn wahrscheinlich nicht. Die Young Priestress ist noch zu beachten. Auch die ist 2-1 für 1. Das heißt, sie macht ganz gut Druck. Und zusätzlich lässt sie die eigenen Minions nur noch mal Ecke mehr aushalten. Also der Buff ist nicht so schlecht. Und wenn man gerade recht viel kleine Minions spielt, die halt recht anfällig sind gegen Flächenschaden, bringt also Young Priestress durchaus öfter mal einen Minion auf 3 Hitpoints, sodass zum Beispiel Consecration überlebt wird. Das wären jetzt mal so die 1er Drops. South Sea Deckhand ist nicht wirklich toll. Mit Waffe wird er brauchbar, ansonsten ist er nicht so besonders. Genauso mit Young Dragonhawk, den kann man vielleicht einmal buffen, dann macht er recht viel Schaden. Aber in erster Linie wird man die beiden auch nicht oft sehen. Zu den 2er Drops. Der Armani Berserker ist sehr gut. Gerade wenn man zum Beispiel einen Mage hat, mit dem man selbst buffen kann, kann so ein Armani Berserker recht schnell mal einen Yeti einfach killen. Das macht ihn ganz besonders cool. Außerdem mit den 3 Hitpoints, wenn man den ein bisschen beschützt, beschützt quasi der Armani Berserker deine restlichen Minions gegen sowas wie Consecration. Weil es ist nicht so toll, zwei Minions zu killen oder für einen Armani Berserker auf 5-1 zu buffen. Armani Berserker ist sehr cool. Der Ancient Watcher, den sieht man sehr häufig, weil er einfach für 2 Mana 4-5 ist. Das heißt, um einen 4-5er zu bringen, braucht man nicht irgendwie einen 4er Drop auszulassen. Man kann den einfach in der zweiten Runde spielen.
durch Silences. Ich sage jetzt mal in den meisten Fällen eher der Druide, der sowas noch hat mit seinem 2-4er. Kann man natürlich aktivieren, mit dem man angreifen kann. Aber in den meisten Fällen wird er mit Sun Fury Protector oder mit Defender of Argus einfach nur mit Taunt behaftet. Was ihn schon sehr stark macht. Ist ein fetter Taunter dann. Der Bloodmage Talnos ist definitiv eine sehr starke Legendary. Ist im Grunde nochmal ein Loot Horde, nur dass er Spell Damage hat. Statt an Damage. Das kann oft recht cool sein. Man kann ihn auf der Hand behalten, bis man zum Beispiel Consecration spielt oder sowas für 6 Mana, dann macht es 3 Schaden. Sollte man wirklich die Karte brauchen, dann kann man einmal früher spielen. Generell ist es eine sehr gute Karte, es bufft irgendwie ein Spell, verhindert vielleicht einen Schaden und zieht dann die Karte wieder. Bloodsail Raider ist sehr gut mit Weapons, sieht man deshalb auch in erster Linie mit Kriegern. Ansonsten sieht man eigentlich relativ selten, weil zum Beispiel ein Mage einfach viel mehr anfangen kann mit einem Mani Berserker. Der Graced Alchemist, den sieht man dann recht oft, aber ich finde, beim Priester ist er recht gut aufgehoben. Beim Priester hat man oft ein Problem mit Minions, die 4 Hitpoints haben, 4 Schaden haben. Zum Beispiel ein Ysera. Den kann man einfach mal swappen und anstelle bei Death verwenden. Ansonsten, glaube ich, bis auf Priester habe ich einen Graced Alchemist noch so gut wie nie gesehen. Direwolf Alpha bufft halt Minions, ist halt zum Beispiel interessant mit einem Shieldbearer. Ja. Oder zum Beispiel auch mit einem Argent Squire. Sieht man wahrscheinlich eher bei aggressiven Decks, wann überhaupt, sieht man auch nicht so oft. Der Doomsayer ist halbwegs interessant, also wer das Doom-Deck gesehen hat, hat gemerkt, dass ich den doch ein bisschen toller finde wie am Anfang. Also mittlerweile ist es so ganz cool. Also wenn man recht langsam als Deck spielt, dann ist es oder so, wenn der Gegner nicht genug Damage an Bord hat, um einen Doomsayer zu killen, zum Beispiel weil er einfach nur einen 2er-Drop hat, und man spielt den dann im dritten Zug, dann hat man den Vorteil, der Gegner wird den Doomsayer vielleicht nicht wegkriegen, und er spielt vielleicht dann jetzt einen 3er-Drop. Das heißt, im nächsten Zug hat man üblicherweise ein leeres Board vor sich und gibt dann quasi die Initiative. Das macht den Doomsayer nochmal ein bisschen interessanter. Aber es ist auf jeden Fall nur für langsame Decks. Fairy Dragon ist super. 3-2 für 2 Mana ist einfach eine aggressive Version von einem 2er-Drop. Geht natürlich ein gegen 2 1er-Minions. Aber gegen Spells ist er natürlich äußerst robust, weil man kann ihn nicht targeten. Fairy Dragon ist sehr, sehr gut. Die Iron Beak Owl ist nicht so toll. Silence ist natürlich schlechter wie ein Kill von einem Minion. Und dafür hat man einen nicht sonderlich starken Minion. Ist okay, wenn man wirklich einen Silence braucht und was billig ist. Und das ist so der Beast. Also beim Hunter ist es vielleicht ein bisschen interessanter. Aber ansonsten ist er leider nicht so gut. Ein Knife Juggler ist natürlich eine sehr aggressive Version von einem 2er-Drop. Wahrscheinlich eh die aggressivste Version. Wenn man den beschützen kann, dann kann er wirklich viel Schaden machen. Und dieser Random Damage kann ziemlich lästig werden. Das Knife Juggler ist quasi eine der aggressivsten Versionen von einem 2er-Drop. Loot Hoarder ist super zum Karten, also zum Kartendurchcyclen. Er selbst kann 3 2er-Minions killen. Ansonsten ist er leicht zu killen, aber man kriegt halt eine Karte. Außer er wird geearthshocked. Lorewalker Joe, das war Spezielles. Ich habe ihn selbst noch nie gehabt, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen. Man braucht schon sehr spezielles Deck für einen Lorewalker Joe. Mad Bomber, nicht so besonders im Constructed. In der Arena ist er natürlich besser. Was haben wir da noch? Das sieht man alles nicht wirklich im Constructed. Eine Peggle ist auch genervt worden. Auch ein Pine-Sized Summoner sieht man nicht oft in Constructed. Sun Fury Protector und Wild Pyromancer sind wieder interessanter. Sun Fury Protector ist eine Möglichkeit, viel Taunt zu geben, um zum Beispiel Giants Taunts zu geben oder einfach Yetis Taunt zu geben. Also Sun Fury Protector ist eine gute Wahl für Taunts gegen Aggros. Also Sun Fury Protector, ganz gut. Im schlechtesten Fall kann man auch als 2er-Drop spielen, falls man schlecht dran ist.
Der Wild Pyromancer ist eine Neutral-Version von einer Karte, die einen Flächenschaden macht. Der Wild Pyromancer ist wirklich klasse, auch mit einer Consecration oder irgendeinem anderen Spell, der Schaden auf alles macht, macht er halt einen Schaden mehr. Also im Grunde genommen ist er Spell-Damage für einen Flächenschaden, trifft halt auch die eigenen Minions. Aber generell, der Wild Pyromancer ist auf jeden Fall zu beachten, wenn man ein Problem hat mit einem Gegner, der das Board flattert. Wild Pyromancer und Acolyte of Pain sind übrigens sehr cool miteinander. Der Acolyte of Pain ist eine super Karte zum Kartenziehen, gerade wenn man selbst dann noch Schaden drauf machen kann, wie zum Beispiel mit einem Warrior oder mit einem Mage, zieht man damit wirklich gut Karten. Wenn man heilen kann, ist es auch nicht so schlecht. Wenn man buffen kann, ist es auch nicht so schlecht. Mit einem Wild Pyromancer ist es natürlich auch cool, weil der macht Schaden auf die eigenen Minions, da kann man recht viel Karten ziehen. Acolyte of Pain ist eine coole Karte, ist aber langsam. Der Arcane Golem, der ist eine sehr aggressive Karte, 4 Schaden für 3 Mana ist gut. Dass der Gegner Mana Crystal hat, kann man oft ignorieren. Ich würde den Arcane Golem allerdings versuchen, so spät wie möglich zu spielen. Also wenn ihr andere 3er Drops habt, dann würde ich die zuerst spielen und einen Arcane Golem, wenn möglich, erst so Runde 6, 7 spielen, wenn der Gegner sowieso schon seine fetten Minions legen kann. So, Big Game Hunter, das ist natürlich gut gegen Late-Game-Karten wie Giants oder nicht so Late-Game-Karten wie Giants. Big Game Hunter ist da sehr gut dagegen, sollte man wirklich Probleme haben mit größeren Sachen, wie zum Beispiel mit einem Paladin oder mit einem Druiden. Blood Knight, muss ich zugeben, sehe ich eigentlich nie. Kann in einem Divine Shield ganz interessant sein, Divine Shield Deck ganz interessant sein. Codelight Oracle ist eigentlich nur dann gut, wenn man wirklich ein Deck hat, das super Board Control hat, wo man einfach nur durchcycelt, bis man die Win-Kondition findet. Wie zum Beispiel bei Mages, wo man Feuerball, Pyro oder sowas in die Richtung ziehen möchte. Oder beim Miracle Rogue, wo man einfach ganz viele Spells spielen möchte. Codelight Seer ist sehr wichtig für Murlocs, ist eine der wichtigsten Karten für Murlocs. Der Earthenring Farseer ist auf jeden Fall eine Karte, die man beachten muss. Es nimmt ein bisschen Feuerpower raus aus Agro-Decks. Also wenn man nicht unbedingt so schnell ist oder Probleme hat mit Agro-Decks, der Earthenring Farseer kann einem nochmal ein bisschen Puffer geben. Zum anderen ist er 3-3 für 3, was voll in Ordnung ist für einen 3er-Drop. Und man kann dann hin und wieder einen Minion heilen. Zum Beispiel einen angeschlagenen Yeti nochmal zu heilen, ist recht cool. Ansonsten, der Harvest Golem ist auf jeden Fall nur eine super Karte für 3 Mana, den sieht man sehr oft, ist einfach recht robust, er ist schwer zu killen und räumt einfach gut ab. Ansonsten, der Injured Blade Master ist besonders interessant für Priest, weil der hat einen Circle of Healing und mit Injured Blade Master hat man einfach dann einen 4-7er, vielleicht sogar in der dritten Runde oder in der zweiten Runde. King Muggler ist so eine Sache, man sieht ihn eigentlich so gut wie nie. Ich habe mir jetzt auch noch nicht wirklich gespielt, generell, vielleicht sollte ich da mal ein Deck machen, weil ich finde ihn eigentlich schon cool. Für 3 Mana für ein 5 ist eigentlich cool. Die 2 Bananen können aber ziemlich dagegen spielen. Der Murloc Wally, der ist natürlich auch eine der wichtigsten Karten für Murlocs. So, der Questing Adventurer. Ja, ist nicht so besonders, außer man hat wirklich ein Deck, wo man möglichst viele Spells in einem Zug spielen möchte, wie zum Beispiel mit einem Miracle Rogue. Raging Worgen sieht man auch nicht wirklich häufig im Constructed, vielleicht am ehesten was, wo man selbst buffen kann, wie zum Beispiel mit einem Warrior oder mit einem Mage. Scarlet Crusader ist ganz in Ordnung. Auch vor allem dann, wenn man ein bisschen aggressiveres Deck hat. Scarlet Crusader braucht einfach einen doppelten Aufwand zum Killen. Man braucht, auch wenn er nur einen Hitpoint hat, man braucht zumindest 2 Sachen, um ihn zu killen. Und er macht meistens seinen Schaden ganz gut. Der Rest ist jetzt fürs Constructed nicht so interessant. Cultmaster sieht man im Constructed eigentlich auch nie. Der Dark Iron Dwarf ist nur recht gut, auch eben für aggressive Decks.
ist natürlich auch wieder ganz gut mit einem Argent Squire, weil er Divine Shield hat. Defender of Argus ist natürlich top, wie auch der Sun Fury Protector, super Möglichkeit zum Taunt geben. Der Leeroy ist natürlich super. Leeroy ist im Grunde genommen Fireball, der halt von Taunt gestoppt werden kann. Man kann ihn aber auch Druck auf die Hand geben und Nummer spüren, dann ist er Nummer gemein. Also Leeroy ist im Grunde genommen ein Neutral Fireball. Fireball ist ziemlich toll. Spellbreaker ist ein guter Silence, 4-3 für 4 und der Silence ist ein akzeptabler Body, aber trotzdem, ein Yeti räumt ihn zum Beispiel wieder ab. Das ist halt, ja, also ist ein guter Silence, aber mehr auch nicht. Er ist nur ein mäßig guter Minion dafür, für 4 Mana. Leider die Silence ist nicht so super. Der Twilight Drake ist nochmal eine sehr interessante Karte für Decks, wo also die langsam sind oder für Karten ziehen. Gerade mit Warlock ist er nochmal sehr interessant. Der kann nämlich schnell mal ein 4-6er, 4-7er oder sogar mehr sein im vierten Zug. Das macht natürlich sehr, sehr attraktiv. Ist allerdings sehr anfällig gegen Earthshock oder Silencers. Abomination ist auch eine Karte, die man hin und wieder in Betracht ziehen kann, wenn man Probleme hat mit Gegnern, die das Board flooden. Ist allerdings natürlich zum Zeitpunkt, wo es eigentlich schon Late Game ist fast. Also mit 5 Mana ist er recht teuer für sowas. Ja, aber ist auch eine Neutral-Version, wo man einen Schaden auf alles machen kann. Der Azure Drake ist natürlich super. 4-4 für 5 Mana ist in Ordnung. Mit einem 4-4er Body kann man auf jeden Fall schon was machen. Dafür bringt er aber Spell Damage und Draw a Card, was wirklich super ist. Faceless Manipulator ist auch zu beachten, der ist auch ziemlich klasse. Wenn man zum Beispiel Hex oder Polymorph hat, kann man einfach was Fettes klauen, quasi. Das heißt, der Gegner spielt einen Ragnaros, man spielt einen Faceless Manipulator und hext ihn und der Tag ist gerettet. Faceless Manipulator ist sehr gut. Vor allem ist es eben auch neutral. Gadgetzone Auctioneer ist sehr interessant, wenn man ein Deck hat mit sehr vielen Spells, vor allem wenn es billige Spells sind, ist es interessant, zum Beispiel mit Miracle Rogue. Ist ja in manchen Mage-Decks ganz interessant. Den Rest sieht man relativ selten im Constructed, vielleicht nur hin und wieder Stampeding Kodo. Aber der Argent Commander ist wieder eine Sache, die man immer nur häufig sieht. Der ist zwar mal genervt worden, der war mal 4-3, aber jetzt ist er natürlich deutlich anfälliger gegen einen Flächenschaden. Ist aber trotzdem nur gut. Man macht einfach seine 4 Schaden und hat dann einen 4-2er. Oder wenn man nur den Gegner angreift, hat man sogar 4-2er mit Divine Shield. Kern Bloodhoof ist top. 4-5, 2-mal ist super. Ohne Silence oder Polymorph ist ein Kern Bloodhoof wirklich ein Problem. Sunwalker sieht man wenig, ist aber doch eine ziemliche Wall. Aber sieht man eigentlich so gut wie nie. Sylvanas Windrunner ist immer nur interessant, gerade gegen fette Minions. Black Knight, mal schauen, wenn es wieder ein Metagame gibt, wo viel Taunt ist, da ist der Black Knight natürlich wieder super stark. Ansonsten natürlich nicht so. Es kommt aufs Metagame drauf an. Also wenn viel Taunt gespielt wird und das ein Problem ist, dann ist der Black Knight super. Baron Geddon ist auch wieder eine Option zum Flächenschaden machen, zum Beispiel gegen Schamanen oder Warlocks oder was auch immer. Ist natürlich auch für 7 Mana schon recht spät. Ja. Ragnaros nach wie vor eine super Late-Game-Karte, 8 Mana, 8-8. Er ist nicht so leicht zu killen. Er räumt manchmal nur einen fetten Minion aus dem Weg, der ihn vielleicht noch killen könnte. Dadurch, dass er halt auf irgendwas schießt und nicht den angreift, kann er jetzt Sachen killen, ohne dabei selbst Hitpoints zu verlieren. Ragnaros ist einfach super. Alexstrasza, da nehmen wir mal die goldene. Die ist auch sehr gut, zum einen zum Vorbereiten vom gegnerischen Kill zum Beispiel. Also wenn man ein recht langsames Deck hat und mein Gegner eigentlich so gut wie nie irgendwie Schaden macht, bringt es einfach schon mal auf 15 und man kann nächste Runde killen. Oder auch man gegebenenfalls mal zur Not selbst zu heilen. Alexstrasza ist da recht gut.
Maligos habe ich jetzt ein bisschen öfter gesehen. Ich weiß nicht, ob der wirklich tauglich ist. Wow. Ansonsten, Visera nach wie vor finde ich eine recht gute Late-Game-Karten. Mit 12 Hitpoints natürlich unglaublich robust. Man kann fast nur mit Hard Removal killen. Die 4 Damage schon völlig ausreichend, um viel Druck zu machen. Und natürlich die Dreamcards sind sehr stark. Deathwing hat man jetzt ein kleines bisschen öfter gesehen, aber auch nicht wirklich oft. Ja, räumt halt alles ab. Das Seed Giant, den sieht man so gut wie nie, ist auch bei Weitem nicht so gut wie ein Mountain Giant oder die Molten Giant. Also die beiden Giants sind natürlich super und gerade mit Warlock sind natürlich beide gemeinsam super gut. Man reduziert seine eigenen Hitpoints und man kriegt Karten, macht beide billiger. Ja, also das, soweit hat es jetzt meine Ansicht ein bisschen geändert seit früher, seit vor 6 Monaten etwa. Und ja, ich habe jetzt plötzlich was anderes an. Und zwar, weil ich es nachträglich nur gemerkt habe, im Crafting-Mode werden ja die Basic-Karten nicht angezeigt. Und die will ich natürlich nicht vorenthalten. Ich habe zwar jetzt in letzter Zeit eh oft was zu den Basic-Karten gesagt, aber es gehört natürlich auch zu den Neutral-Karten dazu. Die 1er-Drops sind leider nicht sonderlich gut. Ein Grimmscale Oracle spielt man allerdings im Murloc-Deck. Die Elven Archer kann man in manchen Decks spielen, die müssen aber super aggressiv sein und wirklich völlig auf den Gegner gehen. Weil mit einem Elven Archer kann man manchmal einen Minion nur killen, der einfach sie auf 1 runter getradet hat. Generell sind die allerdings nicht so besonders. Stone Dusk Boar für einen Hunter eben, weil er ein Beast ist für manche Synergien, ist aber auch nicht wirklich toll. Der Acidic Swamp Ooze ist interessant. Der ist natürlich sehr gut gegen Waffen. Wenn man Probleme hat mit Warriors, kann ich den sehr gut empfehlen. Auch gegen Rogues ist er ganz in Ordnung. Es gibt hier nur einen Bluegill Warrior, der im Grunde nur wie ein Neutral Removal funktioniert. Macht einfach 2 Schaden für 2. Natürlich im Murloc Deck auch gut. Die anderen wird man relativ selten sehen, die anderen Neutral Basic Karten. Shattered Sun Cleric ist noch recht interessant. Der macht auch Druck. Hebt manchmal ein Minion über die 2 Hitpoints, allerdings hat er leider jetzt selbst, weil er genervt worden ist, nur mal 2 Hitpoints und geht wieder drauf gegen eine Consecration oder so. Wolf Rider, ähnlich wie der Murloc, auch ein Removal für 3, für 3 Mana. Vielleicht auch interessant beim Paladin, weil der recht wenig Removal hat. Ja, ähnlich wie der Murloc. Eine der besten Basic-Karten, oder wahrscheinlich sogar die beste, ist der Chillwind Yeti. 4 Mana, 4-5 ist sehr gut. Tauscht super, 5 Hitpoints ist viel, überlebt auch ein Swipe. Sentient Shieldmaster ist definitiv einer der besten Taunts. Ist allerdings ein bisschen schwächer wie der Yeti, was auch zur Folge hat, ein Yeti plus 3 der 9 Hero-Fähigkeiten killen den Sentient Shieldmaster, lassen aber den Yeti trotzdem nur auf 2 Hitpoints. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Allerdings, Sentient Shieldmaster ist generell ein recht guter Taunt. Mit Low-Budget-Decks habe ich den Darkscale Healer recht gern, also bei den Basic Low-Budget, also kein Budget-Deck, habe ich den Darkscale Healer nur ganz gern wegen. Aber ansonsten ist der auch nicht so besonders. Und die letzte wirklich interessante Karte ist nur der Boulderfist Ogre. 6 Mana, 6, 7 sind äußerst gute Stats, also er macht wirklich Druck, vor allem in Runde 6. Weil für 6 Mana gibt es eigentlich nicht wirklich irgendwas Gleichwertiges. Er rahmt eigentlich alles ab. Also im Grunde mal wieder Yeti. Ja, die hier sind auch nicht allzu groß weiter zu beachten. Ein Reckless Rocketeer ist halt wie ein sehr, sehr schlechter Fireball. Er kostet 2 Mana mehr und macht einen Schaden weniger. Ja, dann wären die Basic-Karten auch noch abgeklärt. So, das war der etwas aktuellere Neutral-Guide und ich hoffe,
Das war interessant. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.